Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. City Car Driving. Der Fahrsimulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Und das Spiel, das habt ihr euch so oft gewünscht, City Car Driving. Ich komme nicht mehr drum rum und da dachte ich mir, ich besorg's mir mal, ja? Das Spiel meine ich. Und dann schauen wir, wie das ankommt bei euch. Ich mache also wie immer die ersten 60 Minuten ein Mini-Let's Play mit 4 Folgen, circa 15 Minuten. Und dann entscheiden wir, je nachdem, wie euch das gefällt. Und das sehe ich natürlich an den Likes, an den Dislikes, an euren Kommentaren und auch natürlich an den Aufrufzahlen. Auch wichtig. Ich war schon mal im Spiel drin, kurz vorher. Und zwar habe ich die Grafik eingestellt und die Steuerung. Gerade die Steuerung, das war gar nicht mal so einfach. Da kommen wir aber später vielleicht nochmal dazu. Ich habe das gemacht im Rahmen einer Freifahrt, ja, da kann man einfach so rumfahren und kann das mal ein bisschen ausprobieren. Und da kann man ja auch Mods installieren und in dieser Freifahrt zum Beispiel könnte man dann künftig immer wieder neue Autos vorstellen. Da gibt es ja ganz schöne viele. Und ja, jetzt habe ich genug gelabert, Freifahrt ist nicht so interessant für uns jetzt, wir machen jetzt eine Karriere. Und da habe ich hier ein Profil für mich vorbereitet, ihr seht da oben, Harry, Rechtsverkehr, Rechtsverkehr. So, und gut, dann gibt es hier verschiedene Schwierigkeitsgrade oder Aufgaben, je nachdem. Fahrschüler, Anfänger, Erfahrener und Profi. Und ich bin natürlich ein Profi, deswegen fangen wir gleich hier an bei Profi und am Arsch die Räuber. Natürlich nicht. Wir fangen an bei Adam und Eva. Und zwar hier Vorbereitung zum Anfahren. Lehraufgabe, die Sie anfahren und Gang umschalten lehrt. Keine Pflichtaufgabe, können Sie auslassen. Ja, der Punkt ist, ich spiele ja wie immer ohne Handbuch und deswegen fange ich immer bei Adam und Eva an. Und außerdem gab es mit der Steuerung, also das war so blöd. Ich, Moment. Training. Ja, da fangen wir jetzt mit an. Ja, die Steuerung. Ich wollte es eigentlich wie immer mit Tastatur spielen. Ich spiele ja alle PC-Spiele mit Tastatur, aber das war nicht möglich, weil man muss hier so viel einstellen. Man muss ja zum Beispiel die Gangschaltung bedienen. Das kann man gar nicht abschalten. Man kann nur die Kupplung ausschalten, aber trotzdem muss man noch die Gänge hoch und runter schalten. Und man muss in verschiedene Richtungen blicken und das muss man auf verschiedene Tasten legen. Und da hätte ich mir irgendwie die Finger gebrochen. Und deswegen habe ich beschlossen, ich lege das Ganze auf ein Gamepad. Ja, und zwar auf das Xbox Gamepad. Und da muss ich mich jetzt auch erstmal einüben. Was steht denn da jetzt erstmal? Zuallererst, vor dem Anfahren muss man sich anschnallen. Dafür drücken Sie die Taste B. Ja, ist klar. B wie Sicherheitsgurt. Wahrscheinlich ist Belt gemeint, ne? Safety Belt. Und E für den Motor, das ist wie beim OMSI. So, und dann, da haben wir schon das Problem. Setzen Sie den linken Blinker mit der Taste J, Doppelpunkt, minus X, Poff, 0. Also, das Spiel kann mir jetzt nicht sagen, welche Taste das genau ist. Zum Glück habe ich mir das gemerkt. Und das ist das Steuerkreuz. Links gedrückt. So, und ihr seht schon, das muss ich jetzt erstmal üben. Das ist nicht so einfach. Die Handbremse habe ich noch auf der Tastatur. Space, das ist okay. Drücken Sie die Kupplung, das muss ich nicht machen. Und ich muss jetzt den Gang einlegen mit Joystick Button 6. So, wo ist Joystick Button 6? Das auch habe ich mir auch gemerkt, das ist der rechte Bumper. So, das wird am Anfang ein bisschen schief gehen, schätze ich mal. Oh, er rollt ja schon ein bisschen vor. Moment, ich mach mal, ich bremse mal. Zack. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal diese erste Aufgabe. Fangen wir mal an. Moment, wie, wo ist wieder Gas? Gas war hier, ne? So. Zweiter Gang. Oh, reduzieren Sie die Geschwindigkeit. Legen Sie den zweiten Gang ein, dafür drücken Sie die Kupplung mit der Taste Bla und erhöhen Sie den Gang mit der Taste H. Ich bin schon beim dritten Gang, du bist viel zu langsam, Penner. Aber ich soll nicht so schnell fahren, warum eigentlich? Sie haben nicht auf den zweiten Gang umgeschaltet. Du blöder Wichser! Wenn du so langsam bist, was kann ich dafür? Ich war schon längst den zweiten Gang, ich bin da drüber raus. Oh. Ach, ich darf nochmal ganz von vorne anfangen. Ach, ich... Das fängt ja gut an. Der Frenkel scheitert schon im ersten Tutorial. Das ist ja zum Kotzen. Jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Moment. Ja, so. Alles normal. Handbremse raus, Motor an. Gang rein. Blinken. Losfahren. So. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit. Also jetzt bleibe ich halt im zweiten Gang, ne? Fahre ich halt wie eine Frau. Hochtourig mit 20.000 Umdrehungen pro Minute. Habe ich doch am Arsch lecken, ey. Zweiter Gang, ja, habe ich. Jetzt wieder den ersten Gang. Zack. Motorbremse hat das Ding sogar. Der Brüller, oder? So. An der Kreuzung links abbiegen, um abzubiegen. Hä? Ach so. Um abzubiegen benutzen Sie die Pfeiltaste links.
Also sowas habe ich ja gefressen, ey. Mach doch da bitte einen Punkt vor dem Um, damit man weiß, dass ein neuer Satz anfängt. Pfeiltaste links, ja, es ist Schmarren. Also ich habe das auf den linken Stick gelegt. Mal anhalten. Vergessen Sie nicht den linken Blinker, das ist da. Gerade nochmal eine Frage, vielleicht wisst ihr das. Ich habe, wie gesagt, das Xbox Gamepad und mit dem linken Stick, da steuere ich das Fahrzeug. Da kann ich links, rechts und so. Und das rechte, der rechte Stick, den kann ich irgendwie gar nicht belegen. Da hätte ich vielleicht gerne irgendwas drauf, die Gangschaltung oder so. Aber das geht nicht, ja. Wer weiß, wie das geht, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ne? Okay, jetzt biegen wir hier ab. Moment, ich muss erstmal gucken. Das Gucken habe ich mir auf die Buttons gelegt. Man kann auch rückwärts gucken, hier, da. So, okay, da kommt nichts, weil das noch eine Übung ist. Okay. Um die Kurve. Uah! Okay, das ist ein bisschen empfindlich. Und dann fahren wir weiter. Oh, Moment. Setzen Sie den rechten Blinker mit der Taste. Und halten Sie an der rechten Straßenseite an. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, muss ich also bremsen. Das ist ja ganz was Neues. Lösen Sie die Handbremse mit der Taste Space. Wieso lösen? Ich habe sie noch gar nicht gezogen. Also, ich sehe schon, das Spiel hält mich für eine Frau und ich muss nach 200 Metern, weil ich merke, ich habe die Handbremse nicht gelöst, muss ich sie jetzt lösen. Blöder Quatsch, ich muss sie jetzt ziehen. Stellen Sie den Motor mit der Taste E ab. Hurra! Ich habe schon was erreicht. Eine neue Errungenschaft, Schulung. Alles klar. Glückwunsch! Sehr schön, ich bin so gut. Nee, nicht wiederholen. Einmal erreicht. So, dann geht's jetzt hier weiter. Habt ihr sie noch alle gleich einparken? Oh Gott, das kann ich im wirklichen Leben auch nicht. Ich habe da zu viele weibliche Hormone, glaube ich. Meine Frau kann besser einparken als ich. Was sind denn diese drei Sterne? Ach so, da kann man... Aha, okay. Also, Übung auf dem Übungsplatz. Einparken seitwärts mit Rückwärtsgang. Also das ist das klassische Einparken. Fahren Sie bis zur Startlinie vor und beginnen Sie mit der Übung in dem... Zusammenschreiben, Mann! Sieh den Pfeilen folgen. Weißer Pfeil zeigt die Fahrtrichtung vorwärts an, gelber rückwärts. Kann ich mir jetzt gerade noch nichts vorstellen drunter. Führen Sie diese Aufgabe aus, um die Errungenschaft einparken seitwärts. Ja, ist klar, okay. Führen Sie diese Aufgabe in 25 Sekunden oder weniger aus. Natürlich. Ich muss jetzt auch noch auf Schnelligkeit einparken. Das ist ja nicht so wichtig, glaube ich, oder? Um die Errungenschaft schnell parken zu verdienen. Was gibt's da noch hier? Ah, das sind jetzt dann die Sterne hier, ne? Pass auf, da kann man dann bis zu 3 holen. Parken Sie so nah wie möglich an den rechten Straßenrand. An den rechten Straßenrand ein. Hä? Was ist das für ein Deutsch hier, um die Errungenschaft Diamantenauge zu verdienen? Also, ich kann mich immer wieder anbieten. Ich bin gerne Lektor für irgendwelche Spiele, wenn mal jemand was braucht, gell? Mache ich gerne. Weil das ist ja ein Albtraum zum Teil, was da so abgeliefert wird. Okay, wir machen Start. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen, ne? Weil... Fahren Sie zur Startlinie vor und beginnen Sie mit der Übung. Gut. Also, das Übliche. Gang einlegen. Dann, Motor an. Sicherheitsgurt. Also normalerweise muss man sich doch erst muss man noch über die Schulter blicken, wenn man losfährt. Das hat das Spiel bislang noch nicht verlangt, aber vielleicht weil man noch in der Übung ist, muss man das noch nicht. Das weiß ich noch aus meiner Fahrschulzeit vor 300 Jahren. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Irgendwas habe ich noch vergessen, ne? Die Handbremse. Doch wie eine Frau. Okay. Jetzt fahre ich bis zur Startlinie. Ach so. Beginnen Sie mit der Übung. Ah, da ist der gelbe Pfeil. Ah so, der sagt mir dann, wo ich hin muss. Okay, alles klar. Und diese Stangen, die machen mir ein bisschen Angst. Das heißt so viel wie, oh oh, da kann man dagegen dötzen und man muss aufpassen. So, halten Sie an und stellen Sie mit dem Rückwärtsgang das Fahrzeug in die Parklücke. Okay, Rückwärtsgang, den habe ich mir sicherheitshalber auch gleich mal auf das Steuerkreuz nach unten gelegt. Hupe habe ich übrigens auch, Achtung. Und weil es mir gerade noch einfällt, es gibt verschiedene Kameraperspektiven. Da gibt es diese hier, diese Motorhaube. Dann ist diese hier, das ist eher so für Anfänger, ne? Weil ich mache das natürlich möglichst realistisch wie beim Euro Truck Simulator 2. Ich möchte das schon aus der Cockpit-Perspektive das alles schaffen. Dann können wir das von vorne angucken. Aha, da sehen wir das auch, wie wir fahren müssen. Und das wäre ganz einfach. Das ist ein bisschen das Matchbox-Prinzip. Ja, ganz witzig, aber das machen wir jetzt natürlich ganz professionell. Wir schauen hier mal in den Spiegel. Den Rückwärtsgang habe ich schon drin. Jetzt muss ich Gas geben, oder? Ja, und einschlagen. Halt andersrum. So, kann ich hier auch rein? Nee, das nützt mir nichts. Hier muss ich gucken erstmal, ne? Ich muss ja auf dieser gelben Linie bleiben. So habe ich das ungefähr gelernt damals. Oh, da vorne wird's eng. Puh. So, und dann?
So. Moment mal. Vielleicht sollte ich mal rückwärts schauen? Nee, Moment. Hä? Ah, ich stehe doch noch nicht richtig drin. Moment. Da müssen wir noch ein bisschen rüber. Das ist alles gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Shit! Sie haben einen Kegel angefahren. Was für ein Kegel? Hier gibt's doch gar keine Kegel. Okay, kann ich mal kurz gucken, was ich da jetzt umgefahren habe? Nee, kann ich nicht, ne? Kameraperspektive kann ich jetzt nicht mehr ändern. Scheiße. Ja, okay, ich hätte vielleicht rückwärts schauen sollen. Ich sehe es ja ein. Wahrscheinlich bin ich irgendwo... Ich vermute mal, hinter das hier soll ein Kegel sein und den dahinter bin ich ange... Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn ich das aufs erste Mal gleich geschafft hätte. Okay, nochmal. Das kriegen wir hin. Und wenn es Jahre dauert... anschnallen. Da war sogar ein Einschnallzeichen links oben. Okay, wir fahren jetzt nochmal davor. Ja, ja, ich hätte dann natürlich irgendwann mal rückwärts schauen müssen. Ich Blödmann. Stopp! So, nochmal das Ganze. Wir müssen den Rückwärtsgang erstmal einlegen natürlich. Und das Ganze nochmal. Vorsichtig. Erstmal hier auf der gelben Linie. Stopp. So, und jetzt gucken wir lieber mal nach hinten. Das ist, glaube ich, schlauer. Und weiter, weiter, weiter. Den habe ich wahrscheinlich umgefahren, ne? So, jetzt muss man in diese Richtung. Ach komm, das habe ich doch im Griff, oder? Zack! Ah, scheiße! wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Gas mit Bremse verwechselt. Ich bin doch eine Frau. Scheiße. Meine Fresse, ey. Wie peinlich ist das denn schon wieder? Zack! Nein, das habe ich schon gemacht. Handbremse habe ich auch schon gemacht. Anlassen muss ich noch, genau. Okay, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Wir machen jetzt 4 Folgen lang einparken. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mehr sehen wollt von dem Let's Play. So, okay, also das Ganze nochmal. Rückwärtsgang. Lucky Lucky rechts. Bremse loslassen. Ich hätte es jetzt echt geschafft gehabt. Volle Kanne hätte ich es jetzt geschafft. Und dann habe ich die scheiß Tasten verwechselt. Okay, jetzt so rum, ne? Und dann nicht verwechseln. Dann nicht Gas geben, Herr Pränkl. Oh, ich muss noch ein Stückchen rüber. Stopp, stopp. So. Wieder nach vorne. Wir sind noch ein bisschen schief, ne? Aber ich würde sagen, das gilt. Parken Sie ein und fixieren Sie das Fahrzeug mit der Handbremse. Hurra! Okay, ich sehe schon, das ist nur ein Stern, oder wie? Ja. An den rechten Straßenrand, das möchte ich noch probieren. Komm, wir sind relativ weit fortgeschritten in dieser ersten Episode. Aber das möchte ich nochmal ausprobieren. Das, ich glaube, das bringt euch jetzt auch nicht um, wenn ich das nochmal ausprobiere, weil eventuell gelingt es mir ja, das ganze Späßchen noch besser zu machen. Anschnallen. So, also das Ganze nochmal. Auf Zeit, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Das dauert ja ewig, bis ich das so richtig raus habe. Zack. Huch, tatütata. Die holen schon den Krankenwagen, weil der Fränkel einparkt, oder was? Zack. Und zack. Und wupp und rum. So. Stopp. Zurück. Ah, noch ein Stückchen wahrscheinlich, ne? So, ein bisschen weiter rüber noch. Ich möchte ja relativ weit an den Rand rum. Reicht das? Nee, ich bin immer noch zu weit weg, ne? Ja, ja. Okay, ich muss noch weiter einschlagen. Aber das war jetzt ja schon zügiger, ne? Das habt ihr ja gesehen. Ich hab's langsam raus. Lalalala. Also das muss man ja auch ein bisschen üben. Wer weiß, vielleicht brauche ich das im Spiel ja auch, ne? Könnte ja sein. Dass ich da einparken muss, auf Zeit vielleicht auch noch oder so. Also das Schwierige ist eigentlich... Das Einparken an sich, das geht ganz gut. Das Schwierige ist einfach wirklich... mit den Tasten hier, da komme ich noch nicht so ganz klar. Können wir noch ein Stückchen zurück, ne? So. Und jetzt rum. Komm. Reicht das? Nee, ich bin immer noch nicht nah genau dran. Ja, toll! Also komm, ein Versuch noch, dann sind wir eh durch hier. Mit den Nerven und mit allem. Ich habe ein bisschen Angst immer, ne, dass ich dann zu weit hinterkomme. Aber das hat ja keinen Sinn. Ich mache jetzt nochmal volles Risiko. Das klappt ja jetzt. Pass auf. Zack. Anhalten.
den Rückwärtsgang ein. Und los. Bisschen knapper an dem Kegel da vorbei vielleicht. Das ist sehr, sehr knapp. Wir müssen noch ein Stück zurück. So, jetzt komm. Ganz nah dran. Oh, das ist sehr knapp. Oh, 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 das... Oh, 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 oh. Ja, okay, alles klar. Okay, wir sind durch mit dieser ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir bitte ein Like da und dann sehen wir uns in Episode 2 wieder. Dann machen wir weiter hier beim Thema Schlangenlinie. Ja, danke fürs Zuschauen und bye, bye!